Und jetzt basteln wir noch die Weintraube. Dazu habe ich mir alles hingelegt, was ich brauche. Anfangen tun wir mit den Trauben an sich. Das sind kleine Buntpapierblätter, die ich jetzt in der Mitte falte. An diesem Falz male ich mir jetzt die Weintraube auf. So, und damit das dann alles gleich ist, jetzt ausschneiden, das ist ein bisschen mühseliger, aber abschneiden. Sonst müsste man jetzt jede einzeln schneiden. So, damit habe ich meine Trauben jetzt alle einzeln. Jetzt brauchen wir noch einen Stiel. Ein bisschen gucken, dass er durchgehend wie ist. Also bis zur Ecke. Das zeichne ich mir kurz auch an. Schneide das ab. Jetzt leime ich das gleich ein. Und dann steht ziemlich eng jetzt zusammenrollen. Kann das aber so falten am Anfang. Der kommt jetzt in die Mitte der Trauben rein. Und jetzt klebe ich den. Ja, in die Mitte rein. Kommt die nächste Traube hier dran. Nur die erste eben ganz zukleben, dass es hält. Wieder eine dran. Wieder eine dran und das eigentlich jetzt fortlaufen, bis alles zusammen ist. Letzte noch dran. Und die beiden werden jetzt miteinander verbunden.
Dann brauchen wir draußen noch ein Blatt. Das leimen wir noch hier oben mit dran. Machen wir es vorsichtig klein, wenn ich die Traube auseinander. Und schon habe ich eine Traube.